Jo meine Freunde, was geht mal wieder ab? Willkommen in einer interessanten Folge hier in The Walking Dead Episode 5. Jetzt ist stehen geblieben in diesem Zimmer bei diesem toten Ehepaar. Haben sich beide anscheinend selbst erschossen, Lee, Hand in Hand. You okay? Yeah. Let's keep at it. Genau. Haben wir jetzt auch in der letzten Folge gesehen. Hier, wir mussten uns durchprügeln, durch Zombieherden, uns verstecken, uns ein bisschen anschreien, uns ein bisschen, ja, einfach generell streiten in der Gruppe und einfach Clementine finden. Das ist die Hauptsache. Und ja, jetzt müssen wir weiterziehen hier. Und ja, Lee immer noch mit einem Arm. Ist nicht so toll. Dann würde ich sagen, wir supporten, Leute. Liken, kommentieren mit Mr. Freund natürlich. Für den Support auch gerne Links abchecken in der Bio. Twitch gerne reinfolgen, Discord beitreten. Bin auch bald wieder mal öfters live. Würde mich sehr freuen. Dankeschön für den Support auf jeden Fall. Und ja, dann suchen wir den Weg raus, wie gesagt. Und ich würde mal sagen, einfach durch die Tür, ganz klassisch. Wäre das ein Weg oder sollten wir uns erstmal noch weiter hier umschauen? Ich hätte mich eigentlich noch umschauen sollen, bevor wir rausgehen. Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen zu schnell die Tür geöffnet, ne? Nothing other than personal items in here. Ich habe jetzt zu schnell geschaut, Leute. Zu schnell die Tür geöffnet. War jetzt auch ein bisschen zu voreilig. Ich würde gerne nochmal mich ein bisschen hier umschauen, eigentlich. Ich dachte jetzt einfach nur die Tür anschauen und dann... sagt dann Lee so, yo, wollen wir jetzt rausgehen? Dann können wir jetzt entscheiden, ob wir rausgehen wollen oder nicht. Aber ich glaube, wir werden jetzt leider gezwungen. Ich kann keinen Kreis drücken. Wir werden leider gezwungen, Leute. Schade. Aber ich denke, wir haben jetzt eh nicht viel herausgefunden. Halt, wie auch Krista gesagt hat, sind eh nur persönliche Dinge. Wahrscheinlich so Bilder. Und ich denke, es sind auch die Eltern von dem Kind, was wir in der Episode gesehen haben. Da im Dachboden. Das Kind, was gestorben ist. Was dann als Zombie wiedergeboren wurde. Oder wiedergeboren ist dumm an. Er wurde einfach wieder als Zombie erwacht. Und ist dann halt oben, ja, elendig gestorben. Verhungert, verdurstet. Schon traurig, was da abging in der Familie. Mit den Eltern und dem Sohn. Nein. Ach du Scheiße. Me in my fucking mouth. Holy fuck! What are we gonna do? Halt die Augen offen, ihr müsst zurückbleiben, nur für den Fall. Kenny und ich machen das. Wir beide machen das. Dude, let me help you. You're already hurt. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. And if all this goes bad, you might be Clementine's last hope. Will, keep an eye out. Das ist auch so dumm, über den Balkon zu springen, ne? Es ist einfach auch so vermeidbar gewesen. Dass jetzt da runterfällt und jetzt, Au! Ja, wir sind selbst. I'm okay. Just get me out of here. Verdammt, Ben, alles in Ordnung. I just slipped. Ow. Ja, wir haben es gerade gesehen. Also, der macht den Joel in The Last of Us 1. What the fuck happened, Ben? I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. Das sieht man schon. We're gonna get your ass up. Really? I thought you... Aber dass Kenny hilft, das ist schon eine Charakterentwicklung, ne? Kenny hat ihn schon immer gehasst. Ben war, wie gesagt, schuld an dem Tod seiner Familie. Und dass Ben jetzt, dass Kenny ihm helfen will. I'm okay. Ich glaube, er merkt es selber gar nicht, ne, wegen Adrenalin. Oh. Dass er aufgespießt worden ist. Ja, das merkt er nicht. Das ist alles wegen Adrenalin, glaube ich. Wenn er leise ist, vielleicht hol ihn runter, er ist verloren. If he'd be quiet, then maybe. But Kenny, this is fucking serious. He could die just by moving him wrong. I won't move. Ben. Kann man irgendwie diesen Stab irgendwie abschlagen oder so? Würde es irgendwie klappen? Ich glaube, das würde auch nicht klappen, ne? Ich glaube, das ist vorbei für Ben. Also, egal was man machen würde. Auch wenn man ihn rausziehen könnte, Blutverlust, tot. Oh God, don't let them get to me! Do you have any bullets left? This has only got one left in it. I'm out. Shit. Get the fuck out of here. What? Go back. She needs you, Lee. Kenny! This is not a discussion! Okay, nichts da.
Was heißt, wenn wir sagen, Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! What the fuck, Kenny? Lee, it's okay. Katja wäre dagegen. Okay, tschüss. Ey, Ken, bro, Mann. Oh, Ken. Nicht so, Ken. No, it's not! It's just something I gotta do. You know that. Go get that girl. Back, you sons of bitches! Kenny, bro. Damn it, Kenny! God damn it! Oh, fuck! Kenny, please! Ja, Kenny hat sich da reingeworfen. Hat Ben wahrscheinlich erschossen mit der letzten Kugel. Ehremann. Wirklich. Wirklich Ehremann. Also, dass er sich da opfert, sage ich mal. Sein Leben riskiert. What happened? Also, Ben ist safe tot. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, auch wenn man ihn rausholen würde aus diesem, was auch immer, Stab oder Gitter oder so, der wäre auch danach gestorben. Wegen Blutverlust, wegen sonstigem. Ich habe versucht zu helfen, aber vergeblich. I tried to help. Mhm. What the fuck happened? There was just too many of them. Ben was really messed up and I don't know. There's nothing else. Ist aber auch so vermeidbar, diese blöde Balkon, ey, wirklich. I heard a shot. Wir brauchten mehr Kugeln, er hat sich gewehrt. Kenny hat Ben, ja, wir würden sagen, vom Leid erlöst. Erledigt hat sich ein bisschen, ja. Genau. What? It was Ben's biggest fear, you know. Kenny had one bullet and that's how he used it. God, poor fucking kid. You saw them die? Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. War kein schlechter Kerl. Naja, vielleicht ist er entkommen. Er hat getan, was... Ey, Kenny ist kein schlechter Kerl. A lot of folks might not have always agreed. Genau. Maybe even me. We should go. Ja. Er war hier und dort ein bisschen sus. Hatte manchmal komische Aussagen getätigt, der Kenny. Auch seine Taten waren manchmal ein bisschen, ja, muss man ein bisschen hinterfragen. Aber Kenny ist im Kern zumindest ein toller Mensch. Also, ja. Wir hatten natürlich ein paar Streitereien mit ihm gehabt. Ich habe mich auch manchmal gefragt, so, yo, what the fuck, Kenny, was soll das? Aber Kenny ist Kenny. Also, wie gesagt, er ist seine Familie verloren. Und dass er uns immer noch so helfen will, ist geisteskrank. Konzentrieren wir uns am besten. Aber Lee sieht absolut scheiße aus, Bro. Also, er ist blass. You're not a machine. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Yep, yep. Auf jeden Fall. Das müsst ihr, also... Ihr seht ja Lee selber, ne? Also... Der ist am Ende der Brille. That's not what I mean, necessarily. It's what I mean. It's what we gotta do. Mhm. Ich würde das mal so, ihr wisst schon, halt erst die beiden und dann Lee. Alle auf einmal wäre, glaube ich, ein bisschen zu... Ich warte erstmal, bis sie vorbeikommen. Weil wenn jetzt alle da deren Gewicht drauf lag, dann kann es sein, dass er vielleicht unterbricht. Jetzt können wir rübergehen. Aber ich glaube, das wird eh einbrechen, oder? Egal, was wir jetzt machen. Ich glaube, wir warten oder nicht warten. Alter. Also, wenn wir runterfallen, sind wir eh schon tot. Wegen der Gravitation.
Und dann werden wir noch ein bisschen, ja, sind wir ein kleiner Snack für die Zombies, aber das, ja, River Street's ging just ganz up gut. Ahead. Ausnahmsweise mal ging's gut. Oh, careful. Aber die Frage, sind wir schon da in dem Hotel oder in dem Motel, wo Clementine angeblich ist, oder haben wir noch einen Weg vor uns? Sei vorsichtig, das kann man wohl sagen. Seid vorsichtig. Ja, we don't need any more accidents. Genau. I'm sorry. It's okay. Nee, Omi hat recht, also das mit dem Balkon-Dings da, das war, wie gesagt, richtig vermeidbar. Dass Ben jetzt da gestorben ist, tut mir sehr leid. Ich mochte Ben am Ende dann, wo er jetzt gestorben ist, eigentlich schon wieder mehr. Also der hat auch ein bisschen Rückgrat bewiesen, hat auch ein bisschen Eier gezeigt gegen Kenny. Na, er wurde sympathischer. Aber am Anfang, als er uns ja kennengelernt hat, als er dazugestoßen ist in der Gruppe, war er schon ein völliger Vollpfosten. Ist er zwar immer noch gewesen, aber war dann sympathischer, das ist klar. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. Ihr beide geht zuerst. Nee, ich würde sagen, ich gehe zuerst, oder? I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Yeah. Oder was würdet ihr machen? Würdet ihr sagen, Omid und Chrisen zuerst gehen? Also nee, ich würde sagen erstmal Kenny sage ich schon erstmal Lee, würde soll erstmal gehen. Ja, Lees Gesichter, also das wird immer schlimmer. Ich frage mich aber, was würde passieren, hätten wir den Arm nicht abgehakt? Wäre er dann früher blass? Hätte es irgendwelche Auswirkungen gehabt? Hätten wir es nicht abgehakt oder wäre es immer dann gleich geblieben? Mit Lees Aussehen, sage ich mal. Ja. So, dann, ja. Macht schon hart, ne? It's an easy crossing. Ja, ich glaube, es wird einkrachen, du. Also, stabil sieht anders aus. Shit! Oh, fuck! Ja, schnell rüber. Shit! Are you okay? Fine. I'm kind of fucked here. What are you gonna do? Mir irgendwas einfallen lassen. I'll figure something out. Ja, there's not a ton of options. Ja. Kannst du mir helfen? Scheiß drauf, ich mach. Wie? Was willst du machen, Lee? Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? Ja, was heißt das? I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Finde ein Boot, wir treffen dich nördlich der Stadt. Wir treffen uns außerhalb der Stadt beim Zug. Finde mich, wenn du runterkommst. Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Hotel's around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. Willst du runterspringen oder was? Der will runter, der Lee. Der meint's ernst, der will sich echt durchprügeln. Hat der irgendeine Waffe oder so? Oder will er nur Faust geben? Oh Gott. Aber wir bemerken ihn überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, was der abgeht. Bemerken die ihn noch? Er wurde ja gebissen. Der geht jetzt aber allein durch. Wie der Bremans Ernst, Junge. Der ist ein richtiger Motherfucker, ne? Aber gefällt mir. Bisschen Action hier, Leute. In The Walking Dead Episode 5, ja? Ja, krass. Also, dass die jetzt einfach da durchgeht, ohne Angst. Einfach für Clementine. Was für ein Typ. Bam, Junge. Er wird immer schwächer, Junge. Aber es sind so viele, Alter. Scheiße, ich gebe auf die letzten komischen Hemds. Bam, Junge. Was ist das, Junge? Bam. Ihr kleinen Schweine. Du bist ein Fettsack. Bam, Junge. Let's go. Boah, let's go, Lee. Alter, let's go, Mann. Yo. Aber ist Samurai geworden, oder was? Stimmt. Das war der Typ beim Auto.
Ende Episode 2. Wisst ihr noch, Leute? Da haben wir das alles geklaut von dem. Die ganzen, Sachen, das Essen, die Jacken, die Klamotten, die er hatte. Das ist wahrscheinlich so sein Racheakt gegenüber Lee und seiner Bande. Aber Junge, Lee ist ein echter MF-Junge, also Digga. Geisteskrank. Einfach durchgeprügelt. So, wir sind da. Im Mason House. Du Dreckskerl, Junge, rück Clementine raus. Oder es knallt. Ganz gewaltig. Sehr ruhig. Ohne Musik, ohne gar nichts. Das heißt immer, Showdown. Tür öffnen. Hallo? Na, weiß ich jetzt nicht, Bro. Weiß ich jetzt nicht, Bro, mit der Tür. Bin ich ehrlich mit dir. Es ist, also, ich würde erstmal das Seil irgendwie abkappen oder so. Du hast ja dein Messer. Ich würde es abkappen, wenn ich du wäre. Also, na gut, dann. Hey, guten Abend. I got us adjoining rooms. Okay. Bro, also, hey. Hello. Okay. Nicht eskalieren. This is civil. Und du bist merkwürdig. Horrible. And you're missing an arm. Und dir fehlen ein paar Gehirnzellen. Go over there. Put your things down. Let me out! Who's out there? Das Clem. Er hat sie einfach gefangen genommen, der Wichser. Es ist Lee. Kleiner Hund. Quiet, please, sweetie. Nennen Sie nicht Sweetie, Hurensohn. Your things there. Wer hat denn ein Messer gehabt, ne? Ein Messer und, eine Waffe haben wir... Ich hab nichts. Na, wir machen mal keine Faxen. Wir legen mal alles in, was wir haben. Halt die Schnauze. Halt aber dein Maul. Good. Go sit down. Okay, wir machen das, was er sagt. Müssen wir, sei klar. Do you know who I am? Wir haben das Auto gesehen. Also eigentlich wissen wir schon, wer du bist. I know who you are. You saw my car out front then. Mm-hmm. You see anything else you want in there? Not a whole lot left. I didn't take from you. Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? Du wärst zurückgekommen. Es war nicht... wir haben ja widersprochen. Es war nicht richtig. It wasn't right. It wasn't our stuff. That's real good of you. Look, what do you want me to say? I don't want you to say anything. I want you to know what happened. Have you ever hurt somebody you care about? Nicht absichtlich, will ich mal sagen. If it were on purpose, you'd be a sociopath. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Digga, der ist so merkwürdig. Er ist merkwürdig von der Person, aber auch seine komische Hairline, Digga. Da fehlt aber ein paar Haare bei ihm. And all our stuff was gone. Geh mal Istanbul, Haare in Platin, du Idiot. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate.
Oder... Das ist aber... Tut mir leid, sage ich einfach mal. Sorry. Aber es ist ja nicht unsere Schuld. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Du bist schon merkwürdig, Bro, aber ich kann verstehen, warum er auch mad ist. Wir haben seine Sachen geklaut. Wir sind alle doch irgendwie Monster. Some more than others. Aber du bist auch ein ganz merkwürdiger Bro. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. Okay, dann ist das dann ist das eben so, aber wir müssen überleben. Ich habe sie doch beschützt. Ja, ja. You let a boy get yanked out of a window and into the night so you could protect a pretty girl with a gun. Warte, wie hätte das denn gesehen? Du warst doch gar nicht da, Bruder. Wer ist denn raus? Woher weißt du das? You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died. Das war jetzt mit Carly und so, ne? Ich konnte sie nicht allein lassen. I couldn't leave her at the house alone. She would have been better off. Bro, lass uns doch alle ein bisschen chillen. Es tut mir leid, dass wir deine Sachen geklaut haben, aber es muss doch nicht so enden. Das ist von den Eltern, ne? Das Walkie-Talkie bestimmt. Hat er irgendwie gefunden, abgefangen oder so. You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Es geht auch anders. Gib mir einfach Clementine zurück. Ich hab dir nichts gestohlen. Aber komm, wenn da so ein Auto steht mit Supplies, ich würde dich das Plasma mitnimmt. Everything else you did. After I found Clementine on my radio. I wasn't even mad at you. I was coming for the others. For revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. Nah. We can have a family. Nah, das kannst du sowas aufschwingen, du Gottloser mit den wenigen Haaren. Know how old she is. She's 8. Ja. Wrong. She's 9. Ey, Bro, jetzt hat Geburtstag gehabt. Was 6 days ago. Komm, du bist einfach ein kranker Stalker, der weiß, wann sie Geburtstag hat, Junge. What the fuck? She wouldn't be exposed to what she has been with you. 8, 9, 10, 11, was ist das für eine Rolle, Knecht? Du bist verrückt. Das sagen wir jetzt ins Gesicht, du bist verrückt. Du bist ein kranker, verdammter Crackhead. Keeping her with you is crazy. Lass uns gehen. Ich wurde gebissen. Du wirst auch gebissen werden. Nur in meiner Leiche. Komm. Ja. I know. Nicht abdrücken. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you? Ist das ein Kopf? Ist da der Kopf drin oder was von seiner Frau oder was? Da ist echt ihr Kopf drin. Ach du Scheiße, das ist ein kranker Bastard. I wish it wouldn't have to get this bad, but Clem ist draußen. Clem ist draußen. Die Flasche. Flasche. Just about. Nimm die Flasche. Clem will nicht bei dir bleiben, du kranker Bastard. Der hat einfach seine Frau geköpft, sag ich mal, und in die Tasche gepackt. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, Clem, but she's Clem sweet. Will ihm eine reinschlagen. Sehr gut, Clem! Sehr gut, Clem, du bist die Beste. Ach du Scheiße. Gib ihm, Lee. Fahr zur Hölle. Lass es sein, Junge. Bam, Junge. Lass mich los, Junge. Geh zu deiner Frau jetzt in die Hölle. Oder, ja, was auch immer. Besuch sie jetzt einfach im Totenreich. Boah, die kann einfach einen Typ mit einer Hand erwürgen, ey. Obwohl er nur einen Arm hat. Soll ein bisschen chillen? Wollen wir ihn erwürgen? Erwürgt den Bastard. Erwürgt den. Ja, das muss sein. Aber hätten wir nicht erwürgt, wären wir dann gestorben, hätte uns umgebracht oder wäre es dann anders ausgegangen? Ist jetzt die Frage, ne? Nimm die Knarre sofort weg. Nimm die einfach mit. Nicht, dass er irgendwie doch nicht tot ist oder so? Keine Ahnung, bruh. Können doch mal rausschießen?
Wir können nur mal raufschießen. Okay, raufschießen ist crazy. Raufschießen ist crazy. Wir machen es aber. Okay. Jetzt ist die... He would have come back. Mhm, genau. Ja, genau, stimmt, ja. Ja. Aber muss man nicht das ganze Gehirn zerstören? Also zerschmettern? I'm sorry. Egal, Clementine. I'm sorry. Ey, Clem, alles gut, Mann. It's okay. Sie wollte nur ihre Eltern suchen, das ist ja klar. Aber sie wurde doch auch entführt, ne? Oh, Clem, ich heul gleich, Mann, hör auf. Ich muss nicht weinen. Your arm's gone. Why? Oh, das weiß sie gar nicht, das stimmt. So scary. Ja, ich... Had an accident. We'll talk about it somewhere safe. Mhm, ja. You don't smell good. Yeah, I know. Da habe ich ein bisschen Blut dran. Gehen, wie hat er dir wehgetan? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sollten eigentlich schnell gehen. Aber die Frage, hat er dir wehgetan? No. Not really. I'm sorry, Lee. Oh, Clem, alles gut, Clem. Okay. Ist alles gut. Es ist alles gut. Du hast gar keine Schuld, Clem. Get you somewhere safe. Du hast gar keine Schuld. We have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Aber sie hat Angst vor ihm, aber er ist weg. Er wird nicht mehr normal wiederkommen. Er ist tot. I'm sorry you had to see that. He was going to kill you. And take you. Yeah. Okay, Leute, dann würde ich sagen, nächste Folge, weiter ziehen wir mit Clementine jetzt gerettet. Der Kranke, also der ist geisteskrank, also der war schon von vornherein komisch. Na klar, die Art und Weise, wie er geredet hat, da ist vielleicht, ja, da kann man komisch sein. Aber er hat seine Frau, also Kopf seiner Frau oder seiner Tochter, ich weiß nicht, wer das war, einfach in seiner Tasche und redet mit der. Also, ich kann es verstehen, dass er sauer ist wegen dem Auto, wegen seinen Vorräten. Ich wäre auch fuchsteufelswild, ne, würde man meine Sachen klauen, ist ja klar. Aber kranker Idiot, Clementine will nicht bei ihm bleiben, wir müssen Clementine retten und ihn umbringen. Das ist die einzige Sache. Da würde ich sagen, und nächste Folge, dann das Finale von Episode 5, auch das Finale vom ganzem Spiel. Es wird sehr emotional sein. Ich bin schon wieder fast berührt am Herzen. Das wird krass sein. Da würde ich sagen, gerne supporten, Leute. Liken, kommentieren. Der Hund ist tot. Das ist prima. Und da würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal gesund. Und ciao. Ciao.